Also, noch einmal herzlich willkommen an alle zum Webtalk von Erwachsenenbildung.at. Es ist unser Online-Diskussions- und Bildungsformat. Ich bin Karin Kulmer von Conedo. Wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Gastgeberinnen für heute. Wer schon einmal dabei war, beziehungsweise wer auch jetzt in der sozusagen informellen Vorbereitungsrunde dabei war, kennt unsere Vorstellungsrunde schon. Auf der linken Seite, wir freuen uns zu erfahren, wer sonst noch da ist. Ich sehe, es geht da auch schon um in der Vorstellungsrunde, also bitte gern eingeben. Es gibt auch eine Umfrage rechts oben, wo auch schon fleißig ausgefüllt wird. Es wird später dann auch noch ein paar andere Umfragen geben und wir freuen uns auch, wenn Sie sich da beteiligen, auch wenn Sie Fragen in den Chat posten. Bitte auch ein Verständnis, wenn wir ein bisschen brauchen, um darauf einzugehen. Wir lassen aber hoffentlich nichts runterfallen. Genau. Der Webtalk wird aufgezeichnet und wird dann später veröffentlicht. Bitte auch zu berücksichtigen, dass Sie sich damit einverstanden erklären, wenn Sie teilnehmen. Und am Ende würden wir Sie wieder bitten, eine kurze Feedback-Umfrage auszufüllen. Genau. Heute ist schon insgesamt unser 7. Webtalk. Ich freue mich, dass auch jetzt in dieser stressigen Zeit doch 12 Teilnehmerinnen dabei sind. Der erste Webtalk ist schon ein bisschen her, der war im Herbst 2015. Und zu dieser Zeit hat es auch die große Flüchtlingsbewegung gegeben, gerade in Österreich und Europa. Ich glaube, an die Bilder können wir uns alle noch erinnern. Und jetzt, 2017, ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, da noch einmal hinzuschauen, wo die Erwachsenenbildung jetzt steht. Zu dieser Frage gibt es auch ein aktuelles Magazin Erwachsenenbildung.at, das ist diese Woche erschienen. Es gibt da in der Vorstellungsrunde, hat die Christine Berntaler schon den Link zum Magazin gepostet. Und darüber möchten wir auch heute im Webtalk diskutieren. Jetzt möchte ich alle anderen am Podium herzlich begrüßen. Einerseits die Julia Schindler, die eben auch Herausgeberin des Magazins ist, beruflich bei Frauen aus allen Ländern in Innsbruck, glaube ich. Hoffe, ich bin da richtig. Die Christine Weiß von ISOP und Anita Pichler und Katja Kleimstein von KAMA. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein. Und ich würde jetzt gleich gerne eine kurze Vorstellrunde einleiten. Wer anfangen möchte, fängt einfach an. Okay, dann fange ich an. Also Christine Weiß, ich komme von ISOP. Ich arbeite in Graz und auch in Feldbach im Bereich der Bildungsberatung für gering Qualifizierte und im Bereich der Basisbildung. Bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Und Personen aus anderen Ländern gehören zu meinem Klientel, die sehe ich täglich. Okay. Kathi Frohnstein, Verein KAMA Linz, bin Sozialarbeiterin und KAMA steht für Kurse von Asylwerbern, Migranten und Asylberechtigten. Das heißt, bei uns können Asylwerber Kurse abhalten, das heißt, das ist im Grunde ein Angebot von und nicht für Asylwerber indirekt, das heißt, das ist so ein bisschen die Besonderheit. Genau, und ich bin die Anita Pichler. Ich bin ebenso wie die Katja Gründungs- und Vorstandsmitglied bei KAMA Linz und auch Sozialarbeiterin von Grundberuf. Genau. Ja, und mein Name ist Julia Schindler. Ich bin hauptberuflich tätig im Verein Frauen aus allen Ländern und koordiniere da den Bildungsbereich. Frauen aus allen Ländern bietet Bildung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung an. Das heißt, so wie bei der Christine auch, gehören Menschen aus anderen Ländern, die aus anderen Ländern nach Österreich kommen, zu meinem Job. Sehe ich auch täglich. Außerdem bin ich Herausgeberin, arbeite auch mit beim Magazin Erwachsenenbildung und die aktuelle Ausgabe vom Magazin Erwachsenenbildung sollte ursprünglich eigentlich Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft heißen. Hat sich inzwischen herausgestellt, dass das große Thema eben Flucht und Asyl ist in diesem Kontext. Deswegen ist es glücklich, dass wir jetzt da auch einen Webtalk zu diesem Thema machen. Gut, vielen Dank.
Vielleicht ganz kurz, bevor ich an die Julia Schindler übergebe, zum Ablauf des heutigen Webtalks. Die Julia hat eben ein paar Folien vorbereitet und wird in einem kurzen Input einmal einen Überblick über das Thema geben und dann werden wir diskutieren drüber. Wenn es Fragen gibt, bitte gern jederzeit einfach zwischendurch im Chat posten. Genau, ich werde mich bemühen, sie aufzugreifen. Ich sehe auch, meine Kollegin Lucia Paar ist auch schon fleißig dabei, Links reinzuposten. Auch wenn technisch was nicht funktionieren sollte, wird sie das ein bisschen im Auge haben. Gut, jetzt werde ich auch die aktuelle Umfrage mal ausblenden. Es kommt dann gleich eine neue Umfrage und würde da bitten, da auch wieder auszufüllen. Und gleichzeitig werde ich in der Mitte diese Übersichtsfolie ausblenden und dann gleich an die Julia übergeben für den Input. Bitte. Oh, super, Dankeschön. Also, ursprünglich wollte ich, weil ja auch angekündigt war, dass wir jetzt einmal ein bisschen Resümee ziehen, wie sich denn die Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl so in den letzten Jahren entwickelt hat, so eine Chronologie der Flüchtlingsbewegung der letzten Monate und Jahre geben, mit ein paar Zahlen und Fakten. Bin dann aber darauf gekommen, dass ich das in den paar Minuten, die ich da zur Verfügung habe, einfach nicht unterbringen. Vor allem wollte ich ja nicht nur meine Geschichte oder die Geschichte der Mehrheitsgesellschaft erzählen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, eher zu schauen, welche Fragen haben sich für die Erwachsenenbildung in diesem Kontext in den letzten Jahren aufgetan. Und dann können wir darüber diskutieren, welche Antworten darauf gefunden wurden. So, das war meine Idee dazu. Also neue Fragen für die Erwachsenenbildung. Ganz wichtig ist mal dazu zu sagen, dass die Geschichte von Flüchtlingen in Österreich und auch die Geschichte der Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl nicht erst 2015 beginnt, aber das ist jetzt sozusagen die aktuelle Staffel der Serie, mit der wir uns halt genauer beschäftigen. Wir erinnern uns alle noch an die Bilder 2015, gefühlt Massen an Menschen, die über die Grenzen kommen, zumindest ist es so in den Medien dargestellt worden, bisschen hysterische Aufrufe, was tun wir jetzt, überforderte Menschen sowohl in der Sicherheit, als auch in der Unterbringung, als auch in der Bildung. Und da war irgendwie so die große Frage, zumindest im Bereich Erwachsenenbildung, wer soll denn das jetzt alles tun? Gab und gibt nicht ausreichend ausgebildete Deutschtrainerinnen, Bildungsberaterinnen, auch nicht Dolmetscherinnen oder Dolmetscher. Und es war irgendwie so große Unsicherheit da, wer soll das jetzt machen, wo sind da die Leute, gibt es die in Österreich? Und unter anderem auch andere Fragen, die damit zu tun haben, was ist überhaupt zu tun, gibt es Unterstützung, braucht man Ausbildung, wenn ich als Erwachsener im Kontext der Erwachsenenbildung tätig sein kann und natürlich auch, wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Da in dieser ersten Phase haben sich ganz viele Freiwillige gefunden, auch an das erinnern wir uns sicher alle, die Freiwilligen am Wiener Hauptbahnhof, Refugees Learn in Innsbruck zum Beispiel, auch in Salzburg haben sich ganz viele einzelne freiwillige Initiativen gegründet und die waren da deutlich schneller als die, sage ich jetzt einfach so, als die etablierten Einrichtungen, sich auf diese neue Situation einzustellen. Dann aber ist die Debatte weitergegangen, also haben auch die etablierten Institutionen der Erwachsenenbildung reagiert und sind ein bisschen in die Gänge gekommen. Und dann war so die Debatte, okay, was ist jetzt professionell? Was machen diese Freiwilligen da in unserer, die Bildern in unserem Revier? Können die das überhaupt? Ist das nicht eigentlich Aufgabe des Staates, das zu finanzieren? Die schon länger in der Erwachsenenbildung tätig sind, Ihnen zum Beispiel, ihr erinnert euch sicher an diese Debatten, wo es darum gegangen ist, ist es überhaupt zu verantworten, dass Freiwillige ohne
zum Beispiel Supervision, da die Bildungsarbeit übernehmen oder ohne Ausbildung oder ist das überhaupt gut für die Adressatinnen? Da sind ganz viele Fragen aufgeworfen worden und was jetzt eben auch rückblickend auf diese Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung sagen kann, viele dieser Fragen sind total gut beantwortet worden. Unterschiedlich beantwortet worden, von unterschiedlichen Perspektiven, aber da gibt es einfach diesen großen Professionalisierungsdiskurs, der dadurch so einen richtigen Kick bekommen hat. Und da gibt es wirklich viele gute Antworten drauf mittlerweile. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen etabliert. Es gab die, oder gibt immer noch die freiwilligen Initiativen und die etablierten Institutionen. Und dann war so dieser erste Rush vorüber und alle haben sich ein bisschen Zeit genommen, okay, um sich zu fragen, okay, was wollen wir überhaupt jetzt im Kontext Flucht und Asyl unterrichten? Was macht überhaupt Sinn? Was macht Sinn für die Lernenden? Was können Lehrende überhaupt anbieten? Für wen machen wir die Bildung überhaupt? Da stellt sich dann auch ein bisschen die Frage, also pointiert formuliert, wenn die eh gleich wieder weg sind, macht es dann Sinn, denen überhaupt Lehrerinnen zur Verfügung zu stellen? Bitte mich jetzt nicht darauf festzunageln, dass ich sowas gut finde. Ganz oft war auch die Frage, okay, wie kann man überhaupt unterrichten? Menschen, die aus anderen Bildungssystemen kommen, die vielleicht die lateinische Schrift nicht beherrschen oder auch die Schrift der Muttersprache nicht beherrschen. Es hat sich da auch ein bisschen ein Spielplatz für Expertinnen aufgetan, was ja total super ist. Wir in der Erwachsenenbildung lieben ja so ein bisschen eine Herausforderung, wo wirklich die Leute sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, was können die Bildungsinhalte sein und auch macht Sinn, wirklich auf den Arbeitsmarkt hin zu unterrichten oder geht man eher von einem humanistischen Bildungsgedanken aus, Bildung um der Bildung willen. Und jetzt ist es, und gerade also diese Fragen sind auch welche, auf die es viele sehr gute Antworten gibt, wo es sich da rentiert, den einen oder anderen Artikel zu lesen, der jetzt nicht nur im Magazin Erwachsenenbildung, sondern vielleicht auch auf erwachsenenbildung.at oder auf deutschen Seiten zu finden. Gut. Und jetzt, Status quo ist, es hat sich alles so ein bisschen beruhigt, die große Historie und auch der Event-Charakter des Ganzen. Ich sehe gerade den Link zur Serie Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft im Chat. Rentiert sich da reinzuschauen. Eben dieser Event-Charakter, das ist alles ein bisschen ruhiger und es fühlt sich geregelter an. Die Frage ist halt nach wie vor, ist es gut geregelt? Ist es jetzt wirklich im Sinne der Teilnehmerinnen oder der Asylwerbenden, anerkannten Flüchtlinge geregelt? Es sind ganz viele Dinge noch, die jetzt gerade auch durch das neue Integrationsgesetz, das jetzt was der Gesetzgeber auch reagiert hat, offen und ganz viele Fragen drehen sich jetzt so um Abschlüsse und Zertifikate, Formalisierung von dieser Bildung, die jetzt im Kontext Flucht und Asyl geboten wird. Es stellen sich rechtliche Fragen oder Fragen von zertifizierten Trainerinnen, wer darf überhaupt wen unterrichten? Welches Angebot ist für wen zugänglich, welche Inhalte müssen unterrichtet werden, diese Dinge. Also sehr viele formale Fragen sind jetzt offen. Und für mich auch, oder beziehungsweise auch so, was sich so im Diskurs mit den anderen Institutionen und Erwachsenenbildnerinnen ergibt, ist die ganz große Frage, wo will sich die Erwachsenenbildung jetzt da positionieren? Vor allem auch, wenn man sieht, dass zum Beispiel Deutschkurse als Sache der Angelegenheit der inneren Sicherheit definiert werden, als Bildung, wo können und wollen wir uns da jetzt hinstellen, sowohl als Einzelpersonen als auch als Institutionen. Und in diesem, kann man sagen, Spannungsfeld von gesetzlichen Vorgaben, von vielleicht Bildungsbedürfnissen und Bedarfen von unseren Teilnehmerinnen, natürlich von ökonomischen Überlegungen, ich meine, wir Trainerinnen wollen vielleicht auch bezahlt werden. Und dann auch, lach nicht, wirklich.
Und auch natürlich von den Ansprüchen, die zum Beispiel die Prinzipien der Erwachsenenbildung an unseren Unterricht stellen, wie können wir dem allen gerecht werden? Das wären auch Fragen, die heute gern mit Diskutierenden und an die Zuschauer oder Teilnehmerinnen weitergeben. Danke. Ja, danke, Julia. Ich sehe jetzt gerade, es gibt schon die erste Frage im Chat, wo schon heftig diskutiert wird, und zwar von der Petra Steiner. Es gibt viele Beratungsstellen, also nicht nur Training. Genau, möchtest du, Julia, vielleicht da gleich was dazu sagen? Oder ich glaube, die Christine weiß ganz viel, also auch der Bildungsberaterin dazu sagen. Ja, Julia, ich weiß nicht, nehme ich dir jetzt das Wort, aber ich melde mich mal kurz. Ja, als Bildungsberaterin bin ich da in einer sehr frühen Phase meistens involviert, wo Personen entweder direkt zu mir kommen, die aus Deutschkursen zu uns, also die Information bekommen haben, dass es uns gibt, oder eben auch über Betreuerinnen oder andere Organisationen, über die Caritas oder wie auch immer, Flüchtlingsbetreuungseinrichtungen zu uns kommen. Und da ist es dann wirklich einmal eine Aufgabe, ganz eine wichtige, dass es eine Information gibt, was ist denn überhaupt, wie funktioniert denn das in Österreich? Und es ist gar nicht so einfach, weil wir von Begriffen reden, jetzt im Bereich der Bildung, die für uns selbstverständlich sind, aber für Menschen, die jetzt weniger Schulerfahrung haben oder einfach vom Verstehen her sehr schwierig sind und wir jetzt von unserem Projekt her leider keine Übersetzungsmöglichkeit haben. Das heißt, es ist eine wichtige Aufgabe, mal grundsätzlich über Bildung zu sprechen und dann auch so quasi ein bisschen als Lotsin zu fungieren und zu schauen, okay, wo gibt es eventuell Angebote, die jetzt kostenlos sind, weil das ist ja das Wichtigste, weil meistens die Situation, die finanzielle Situation sehr prekär ist. Und da haben wir die Schwierigkeit ganz eindeutig, dass es keine Übersicht gibt über Angebote. Das heißt, wir alle suchen permanent neue Angebote. Und das ist sehr, sehr mühsam. Und wenn man dann was gefunden hat, ist es wichtig, das irgendwie zu verteilen, damit andere das auch wissen. Und das ist, also da geregelte Bahnen zu haben, wäre für uns sehr hilfreich. Aber das ist so dieses erste frühe Stadium der Bildungsinformation. Was gibt es? Deutschkurse? Ja, wo? Aber nicht nur. Was gibt es sonst noch? Wo können es hingehen? Was ist überhaupt eine Ausbildung? Was bedeutet Beruf? Was ist denn das überhaupt? Ja? Wie ist das in Österreich? Wie funktioniert das bei uns? Was haben Sie gemacht bisher? Welche Erfahrungen? Diese Richtung. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die jetzt aber auch eine große Herausforderung ist. Ja? Rein sprachlich jetzt auch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Julia? Ja, also zum einen, ohne die Bildungsberaterinnen würden viele unserer Teilnehmerinnen, also wir sind ein Frauenverein, das heißt, wir haben wirklich nur Teilnehmerinnen, nicht zu uns finden. Und ja, also ich bin da mit der Frau Steiner absolut überein, dass es in der Erwachsenenbildung nicht nur um Training geht und vor allem nicht nur, also gerade im Kontext Flucht und Asyl, nicht nur um Deutschkurse. Genau. Man hat sofort so den Reflex, Flüchtlinge, Deutschkurse oder Flüchtlinge und Bildung, Deutschkurse. Und da geht es ohne die Bildungsberatung sowieso nicht. Das ist genau die absolute Kern, super wichtige Aufgabe von der Bildungsberatung, da auch ein bisschen Diversität reinzubringen. Und was mir auch wichtig ist, ist in diesem Diskurs auch die Anerkennung von bereits mitgebrachten Kompetenzen, die eben auch total bei der Bildungsberatung oder bei der Kompetenzberatung oder Erfassung liegt. Ohne dies eben immer nur in dieser du bist Flüchtling, du brauchst einen Deutschkurs-Ecke bleibt. Die Diversität in der Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl lebt absolut von einer Bildungsberaterin, die sich auskennt und die kompetenzorientiert arbeiten kann. Also ich persönlich glaube, dass das ganz wichtig ist, irgendwie in dieses Tohuwabohu von Angeboten ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Und ich weiß nicht, das ist eben in allen Bereichen, so ein bisschen in Bildungsbereichen, genauso wie in rechtlichen Informationen oder so weiter, irgendwie, dass es so kleine Leitfäden gibt oder so, an denen sie vielleicht ein bisschen halten kann.
Und wir haben jetzt irgendwie auch, glaube uns ist beiden jetzt gerade irgendwie so zusammenhelfen, einfach mit diesem Oberösterreich, nämlich was, wo gerade irgendwie vergesammelt wird, diese ganzen Bildungsangebote und die ganzen anderen notwendigen Informationen in puncto Migration und Asyl. Und ich glaube eben schon, dass das einfach auch ein bisschen politische Verantwortung ist, dass man das auch zusammentragt und dass das dann irgendwie geordnet werden kann. Also das wird jetzt auch noch kurz einbringen. Also. Das finde ich ganz spannend, weil wir arbeiten ja auch an einem Leitfaden, wo wir versuchen zusammenzutragen, was jetzt in der Arbeit mit den Asylwerberinnen und Asylwerbern in der Bildungsberatung besonders wichtig ist. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, könnte man vielleicht österreichweit dran arbeiten, dann hätten wir uns vielleicht manche Dinge ein bisschen leichter machen. Dazu braucht es eine Vernetzung mit der Struktur und natürlich eh klar, Ressourcen. Aber das wäre natürlich sinnvoll. Was schwierig ist, ist, dass es in den Bundesländern natürlich wieder ganz unterschiedliche Regelungen gibt. Das ist auch immer wieder so ein Hindernis, auf das wir stoßen, wo dann in Tirol oder in Oberösterreich das wieder ganz anders läuft als bei uns. Also es ist wirklich ein Dschungel. Es ist für uns, es ist für mich ein Dschungel als Bildungsberaterin und ich glaube immer, ich kenne ein bisschen die Bildungslandschaft. Aber jetzt für Personen, die kommen und sich versuchen zu informieren, ist es undurchschaubar, würde ich meinen. Genau, also der Überblick ist, glaube ich, auch sehr schwer zu gewinnen. Wilfried Frey hat gerade gepostet, wir haben im Vorjahr da in verschiedenen Sprachen Informationen zusammengestellt über die Stellen, die Bildungsberatung anbieten. Der Link ist im Chat jetzt aufrufbar. Vielleicht auch nochmal die Frage, Anita, weil du vorher auch etwas erwähnt hast, beziehungsweise auch an unsere Teilnehmerinnen, wenn jemand Informationen hat, wo noch Stellen sind, wo das gesammelt ist, bitte gern einfach im Chat teilen, dann können wir ein bisschen einen Wissensaustausch da machen. Ich denke, was die Bildungsinformation auch noch so schwierig macht, jetzt abgesehen davon, dass unser Bildungssystem relativ kompliziert ist und es schwer zu erklären ist, ist auch dieses Angebot an verschiedenen Kursen oder kurzfristigen Maßnahmen. Und da gibt es wieder was für 3 Monate und dort gibt es wieder was für 6 Monate. Und kaum hat man es erfahren, ist es schon wieder vorbei. Also das ist auch so eine ganz typische Sache, auf die wir immer wieder stoßen. Kaum gibt es irgendwo etwas, ist es schon wieder, weil die Finanzierung einfach so kurzfristig ist, gell? Also, und das macht es so mühsam. Also ich erkenne wenig Struktur in dem Ganzen, sondern man macht so Gießkannenprinzip und sagt, da fördern wir jetzt mal Geld über, tun wir was für die armen Flüchtlinge oder tun wir was in die Bildung reinstecken und dann gibt es was plötzlich. Und dann muss man von 0 auf 100, zack, 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 und das geht oft viel zu schnell, also nicht nachvollziehbar oder irrsinnig mühsam. Ich weiß nicht, wie es euch da geht mit. Also ich kenne die Landschaft in Tirol relativ gut und sehe, dass Kontinuität extrem wichtig wäre. Und nicht immer kurzfristig da jetzt mal schnell ein Projekt und dort ein Projekt, das irgendwie ganz neu und ganz anders und viel toller sein sollte, sondern wirklich kontinuierliche, unaufgeregte Bildungsangebote, niederschwellig. Idealfall für Frauen oder auch für Familien mit Kinderbetreuung. Das wäre, was wir bräuchten da. Und nicht da ein Projekt für 3 Monate und dort eines. Genau. Auch es ist in Tirol genauso wie bei euch auch, dass versucht wird, da so einen Überblick zu geben. Das heißt Tiroler Integrationskompass, glaube ich, wo eben auch Bildungsberaterinnen tätig sind und wo es auch so eine Datenbank geben sollte, was es für Angebote für Flüchtlinge gibt. Oder Flüchtlinge, Asylwerberinnen, Asylwerber. Und die tun sich, glaube ich, auch ziemlich hart, die Datenbank aktuell zu halten, weil es halt da was aufpoppt und dort was aufpoppt und das dann eh schon wieder vorbei ist. Ja. Also Fazit, Kontinuität wäre total wichtig. Ein bisschen planbar. Genau, ich wollte nur kurz einwerfen, dass ich sozusagen mein zweiter Zugang zu Asylwerbern ist neben Kammer, dass ich auch UMF-Betreuerin bin in einer Einrichtung. Wir betreuen 18 Burschen. Und genau das Problem, was halt uns die Christine vorhin beschrieben hat, also genau das Problem haben wir auch und das ist eine Riesenherausforderung.
dass plötzlich eine E-Mail kommt, da gibt es dieses und jenes Angebot, Anmeldefrist nur ein Wochen Zeit. In der Zeit soll man mit allen 18 Jungs durchbesprechen, worum es geht, ob das besser ist als Pflichtschulabschluss, ob das schlechter ist, ob das besser ist als Übergangsstufe oder schlechter. Also es ist alles sehr knapp, unberechenbar und dann natürlich auch dementsprechend schwer, den Burschen zu vermitteln, was jetzt wirklich ein guter Weg wäre. Da finde ich auch noch ganz wichtig irgendwie immer, weil diese Förderperioden, die sind ja einfach auch oft sehr kurz oder gerade auch mit diesen Projektanträgen und nur Projekte werden gefördert und so. Und das selbst Vereine, also ich kenne es nur von Oberösterreich, die einfach langjährig schon Basisförderungen gehabt haben, jetzt auf Projektförderungen umsteigen müssen und dass das natürlich unglaublich schwierig ist zum Planen. Also das heißt, ist der Spielraum einfach auch oft zu klein, um langfristige Angebote setzen zum können, die stetig bleiben einfach irgendwie, weil es einfach trotzdem förderungsabhängig ist. Also das ist genau. Also auch als Planerin, man kriegt halt dann irgendwann Informationen, da gibt es jetzt noch die Möglichkeit, was zu machen. Antrag bis übermorgen und Projektstart in einer Woche oder so. Genau. Also, ist arbiträr und unvorhersehbar. Und es ist das, was die Organisationen unglaublich, was so schwer ist für die Organisationen. Ihr erlebt das eben bei uns, weil man von 0 auf 100 muss man Personalräumlichkeiten und herzaubern. Aus dem Nichts. Ja? Und man hat ja gewisse auch Vorstellungen und Qualitätskriterien und. Das soll man alles erfüllen und möchte es ja auch erfüllen. Das ist fast nicht möglich. Und ich würde jetzt nicht nur jammern und sagen, es wird auch viel Gutes gemacht, aber was wir uns wünschen, wäre eine längerfristige Strategie dahinter, einen Plan, wo man vielleicht einen Stufenplan oder so etwas, wo man aufbauende Projekte entwickeln kann. Das funktioniert nicht, sondern es gibt jetzt Geld für eine bestimmte Zielgruppe. Jetzt sind es die 15- bis 19-Jährigen. Ja, für die gibt es jetzt was. Für die anderen, wenn ich 19 Jahre und einen Monat bin, habe ich leider Pech gehabt. Ja? Und das macht unglaublich schwierig und das macht es auch frustrierend. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Strategie. Ich behaupte, die Strategie ist, möglichst abschreckende Maßnahmen zu setzen, damit nicht mehr Personen kommen und unser Bildungssystem benutzen. Das ist meine Vermutung. Ja. Wir sind da eigentlich schon mittendrin in unserem nächsten Thema, nämlich was jetzt eigentlich gerade wichtig ist, also womit sich die Erwachsenenbildung beschäftigen sollte, wenn es überhaupt einmal um Flucht und Asyl und Erwachsenenbildung geht. Ich möchte jetzt gleich umschalten auf unsere nächste Umfrage. Und zwar, da haben wir ganz offen einmal an alle Teilnehmerinnen noch einmal die Frage gestellt, was ist denn überhaupt momentan besonders wichtig? Also wir haben jetzt schon gehört, die ganze Vernetzung könnte ein Thema sein, das Strategische, das dahinter steht. Gibt es sonst noch irgendwas, was momentan jetzt gerade besonders wichtig ist? Abschlüsse und Anschlüsse. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Die Julia hat vorher schon gesagt, das Problem, was ist besser, Übergangsklasse oder Vorbereitungslehrgang, Abendgymnasium oder Pflichtschulabschluss. Und die Frage ist immer, was hat man, wenn man es fertig hat? Ja, und was kann ich dann damit machen? Und manche Dinge hat man einfach installiert, ohne viel darüber nachzudenken, was passiert mit denen, ich sage jetzt nur Übergangsklasse, die den Übergang in eine weitere Schule nicht schaffen. Die haben nicht automatisch einen Pflichtschulabschluss. Die stehen eigentlich ohne was da. Ja? Jetzt, was mache ich mit denen? Also man muss sich solche Sachen strategisch überlegen, wo sind Anschlüsse, Übergänge, wie kann man die gestalten? Und vor allem, wie kann ich, das ist ganz wichtig, an der Basis unten einen möglichst breiten Zugang schaffen? Der fehlt uns ja. Ja? Dass möglichst viele auch partizipieren können, wirklich, aber auch tatsächlich dann weiterkommen. Ja, im Sinne von einer gewissen Verwertbarkeit der Bildung. Aber nicht nur, auch klar, aber das wäre wichtig. Also nochmal auch die Bitte an die Teilnehmerinnen. Rechts oben gibt es eine Umfrage, das ist diesmal eine offene Umfrage. Man kann einfach eintippen, was man möchte. Ich sehe, es wird schon fleißig eingegeben. Genau, Arbeitsbedingungen für die Akteurinnen wird da auch genannt. Zukünftige Bildungsbedürfnisse. Erfahrungsaustausch, erfolgreiche Biografien. Politische, gesetzliche Grundlagen.
Übergänge? Also ich meine, die Arbeitsbedingungen für die Akteurinnen hängen ja auch mit Kontinuität zusammen. Wenn ich als Trainerin morgen einen Anruf kriege, ich brauche die in 3 Wochen für 2 Monate und dann ist aber nichts mehr, ist das aber was anderes, als wenn ich weiß, ich bin für die nächsten 2 Jahre angestellt und kann mich weiterbilden, bin in einem Team, habe Austausch etc. Ja, das sehe ich auch so und wäre für uns alle sehr hilfreich und wichtig. So sind es oft halbherzige Lösungen. Man muss in Bildungskarenz oder überhaupt einmal, was weiß ich was, in die Arbeitslose gehen. Sehr kompetente Leute müssen die Organisation verlassen, nehmen einen Haufen an Wissen mit. Und es ist einfach sehr schade, weil es nicht möglich ist, längerfristige Perioden zu haben, um Angebote zu entwickeln oder zu begleiten und zu betreuen. Es ist einfach nicht möglich. Alles ist kurzfristig und das ist für uns extrem schwierig und als Organisation fast nicht schaffbar. Ja, wir merken das bei Karma zum Beispiel auch. Also ich verstehe nicht. Entschuldigung, Anita, jetzt habe ich dich unterbrochen. Tut mir leid. Wir merken das bei Karma immer, also weil wir sind ja im Endeffekt kein geförderter Verein, sondern es passiert alles auf Ehrenamt. Und das ist natürlich extrem herausfordernd für uns auch, dass wir irgendwie diese Qualität halten. Also es gibt jetzt Karma ja seit 2014 in Linz und seit 2006 in Wien. Und es ist einfach immer wieder diese Herausforderung, wie kann man einfach weiter, weil Karma macht ja einen guten Beitrag auf eine andere Art und Weise in der Erwachsenenbildung, nämlich so, dass wirklich Asylsuchende und Migranten und Migrantinnen zu Wort kommen und dass die in lehrenden Rollen sind. Aber es ist einfach nicht so einfach, weil wir es auch versucht haben oder weiterhin versuchen werden, gefördert zu werden, weil natürlich die politische Lage jetzt nicht unbedingt so ist, dass man neue Vereine fördert und dass da irgendwie genug Geld da ist irgendwie so. Und andererseits auch, es ist glaube ich nicht, also man sind Hypothesen auch nicht unbedingt erwünscht, dass natürlich nur mal mehr Vereine kommen, denen man dann einfach wieder Förderungen gibt und so weiter, wo man halt einfach gar nicht weiß, wie die Zusammenarbeiten sind. Und Basisförderungen sind halt einfach, glaube ich, im Aussterben, in Begriffen oder halt ganz, ganz selten, nur nicht mehr, wann überhaupt zu entdecken. Also der Fairness selber muss man sagen, auf Förderung kriegen wir schon, ja. Aber wo man natürlich keine Spenden. Wo man keine na, wir können keine Personalkosten abdecken. Also wir können mittlerweile die Miete zahlen, wir können mittlerweile eine kleine Förderung, aber wir können keine, die ganze Arbeit sozusagen basiert auf Ehrenamt. Die ganze Organisation, Abwicklung, alles. Und da finde ich, ist auch der Einwand von der Frau Berndaler berechtigt. Dass, also steht im Chat, besteht aus eurer Sicht Gefahr, dass Trainerinnen Migration rein Sprach- und Wörtervermittlerinnen werden, wenn nur das gefördert wird, also wenn ich nur Geld dafür kriege, die ÖIF-Kurse zu machen, Wörterkurse zu machen, dann wird die Bildungslandschaft für Flüchtlinge und Asylwerber nicht diverser werden, dann wird kein Platz sein für Projekte wie Karma, sondern dann werden halt einfach 90% Monokultur ÖIF-Kurse sein, wenn das so förderungsgebunden ist. Entschuldigung, Christine. Kein Problem. Ich sehe das auch so wie du, Julia. Und was uns auch als Organisation ganz wichtig ist, ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben bei uns Personen von Teilnehmenden sich auch zu Mitarbeiterinnen entwickeln können und dann auch professionell tatsächlich einsteigen können. Was manchmal gelingt. Also wir haben einige Personen, denen das auch immer wieder gelingt, glücklicherweise. Und das wäre für uns das Ziel, das auch weiterhin auszubauen und noch viel mehr auszubauen. Aber die Schwierigkeit ist eben, wie können wir das finanzieren sozusagen? Das ist immer das große Thema. Ich wollte noch zu den Ehrenamtlichen sagen. Auch bei ISOP gibt es ehrenamtlich mittlerweile ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in verschiedenen Bereichen mitarbeiten. Was auch immer wieder zu heftigen Diskussionen führt, aber auch
einfach eine Notwendigkeit war, um auf diesen großen Ansturm, der einfach auch gewesen ist, irgendwie reagieren zu können oder flexibel zu sein. Also, weil Julia, du hast ganz am Anfang in deinem Statement gesagt, also die Organisationen haben irgendwie gebraucht in der Erwachsenenbildung, um zu reagieren auf das, was da passiert ist, natürlich. Es ist nicht möglich, in so einem Regelablauf so schnell zu reagieren. Was wir versucht haben, war einfach mit Hilfe von tatsächlich ehrenamtlicher Tätigkeit dann gewisse Dinge wenigstens anbieten zu können. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist immer eine Diskussion, ist das gut oder nicht? Und es hat zwei Seiten. Ja, es ist gut, wir können Zusätzliches anbieten. Und auf der anderen Seite, ja, was bedeutet das aber? Für uns als Mitarbeiterinnen werden wir immer weiter ins Ehrenamt gedrängt, sozusagen. Ja. Das ist eine Frage. Ja. Also Debatte. Absolut berechtigter Einwand. Ja, das stimmt. Bei uns funktioniert es einfach nicht anders. Es ist so, es hat sich aus unseren Masterthesen entwickelt. Wir haben das aus Überzeugung gemacht. Es ist immer weiter gewachsen. Wir kämpfen lang schon für Finanzierung. Schauen wir, wie sie sich weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Aber natürlich stimme ich dem auch als Sozialarbeiterin, als Professionist absolut zu, also stimmen wir dem zu, dass man den Bereich nicht ehrenamtlich abdecken kann. Ja? Also es braucht ganz einfach Professionisten. Auf jeden Fall. Ja. Aber das muss auch wertgeschätzt werden. Ja. Ich denke, das ist oft so, dass ich in meiner Arbeit als Basisbildungstrainerin, dass mir gesagt wird, das kann nicht jeder Mensch, nicht jeder Mensch kann irgendwie lesen, schreiben, rechnen und so weiter. Und deswegen kann jeder Mensch Basisbildung unterrichten mag ich nicht sagen, aber gleiten, will ich nicht so sehen. Ja, also ich denke, es braucht sehr wohl eine Auseinandersetzung mit Didaktik, mit Personen, die kommen, mit vielen Dingen, mit Interkulturalität und so weiter. Also man kann sich nicht einfach reinstellen und das machen einfach so. Was wir als Organisation machen können, ist, Menschen Ausbildungen oder Weiterbildungen anzubieten und zu sagen, da können wir euch unterstützen. Tun wir auch. Ja? Also, wir haben viele Anfragen von Personen, die sich eben ehrenamtlich engagieren, die Unterstützung brauchen oder auch suchen können. Es gibt einen großen Anteil an Volontärinnen. Es ist halt auch eher Ausbildungsverhältnis, aber auch wir sagen, gewisse Angebote, wie zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung, das Freilernen, können wir ohne die Volontärinnen nicht machen. Bei uns ist es noch wichtig, dass ein klarer Unterschied ist zwischen Professionistin und Volontärin, dass immer Professionistin weiß. Und auch, dass man sagen, ja, für die, also es braucht professionelle Trainerinnen, die das anleiten können. Aber wir geben unser Wissen gern weiter und wenn sich jemand ehrenamtlich engagieren will, geben wir den Rahmen dafür. Was ich einfach ein bisschen schade finde und was ich jetzt in der letzten Zeit einfach verfolgt, ist, dass für, also im Bereich Erwachsenenbildung, Flucht, Asyl nur mehr für, also ausschließlich für Deutschkurse, fast ausschließlich für Deutschkurse und Wertekurse Förderungen vergeben werden. Und alles, was davon ein bisschen abweicht, sei es vielleicht auch einfach eine Weiterentwicklung ist oder mal ein Experiment, das kann ja auch einmal schiefgehen, aber das wird nicht finanziert und dadurch ist es halt sehr einseitig. Und das sollte Erwachsenenbildung meiner Meinung nach auf keinen Fall sein, sondern divers, wie es nur geht. Ich würde da ganz einen Aspekt ansprechen, den die Christine Weiß vorher schon erwähnt hat, nämlich diesen Rollentausch, dass man von der Teilnehmerin, vom Teilnehmer zu einem Lehrenden kommt. Das ist nämlich auch das Prinzip von Anita und Katja im Verein Karma. Und ich glaube, am Anfang sind wir da noch gar nicht so genau drauf eingegangen. Deswegen würde ich euch jetzt auch nochmal bitten, das Prinzip noch einmal genau zu beschreiben. Also worin da eigentlich die Besonderheit besteht von Karma. Ich würde da noch ganz gern kurz auf das Statement von der Julia bzw. auf der Christine Bezug nehmen. Weil ich das nämlich gerade recht wichtig gefunden habe, was du gesagt hast, Julia, mit dem, dass unterschiedliche Angebote einfach geben soll. Weil ich finde, dass das sehr passend zu dem, was die Christine vorher gesagt hat, nämlich zu dem, dass alle partizipieren sollen können und dass da einen breiten Zugang braucht, weil halt einfach bei jedem Menschen irgendwie was anderes liegt und es deshalb andere Sparten einfach irgendwie braucht dazu. Und, darf ich auch noch kurz was sagen? Ich habe gefunden, dass das jetzt ein schönes Conclusio war eigentlich. Das heißt, es braucht einerseits einen professionellen Rahmen,
Menschen, die bezahlt werden für die Arbeit, die den Überblick bewahren und die Ehrenamtlichen einen Rahmen bieten können, in dem sie agieren können. Und natürlich braucht es dann auch die Ehrenamtlichen, die die Professionisten unterstützen, weil wir sozusagen den Workload an sich gar nicht abdecken können. Das heißt, das wird jetzt irgendwie zu so schön. Also das war das Conclusio, was ich aus dem Statement von der Julia rausgehört habe. Ach, so gemeint. Also. Ja, dann reden wir noch kurz über unseren Rollentausch bei Karma irgendwie. Ja. Also bei uns ist es ja so, dass die Asylsuchenden, Migrantinnen und die Asylberechtigten, dass die bei uns die Workshops abhalten. Das heißt, es gibt einfach bei uns eine Bandbreite von Workshops, von Kochworkshops aus allen Ländern irgendwie, Sprachworkshops, Syrisches, Arabisch bis zu Italienisch, dann haben wir noch Farsi etc. Dann gibt es einfach rein, genau was die Leute so mitbringen, wie wir haben einen Tischler aus Kamerun gehabt, der dann einfach irgendwie aus Europaletten Möbel gemacht hat oder eine syrische ausgebildete Tänzerin, die dann Tanzworkshops gemacht hat und so weiter. Oder es gibt da ganz viele Sportbegeisterte, die dann einfach immer irgendwie Lauftreffs machen und so weiter. Und an diesen Workshops kann eben dann jeder und jede teilnehmen. Und da sind wir schon öfters irgendwie auch drauf gestoßen, dass das im ersten Moment die Leute nicht ganz verstehen, was da eigentlich passiert, weil das so eine andere Sicht ist, beziehungsweise dieser Rollenwechsel einfach so ist, weil auf einmal irgendwie eine Gruppe, die normalerweise immer bespielt wird, sprich die einfach in Kursen ist oder für die Deutschkurse angeboten werden, dass die dann selbst diese Sprachrohr kriegen und ihre Talente anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und das ist einfach irgendwie ganz oft auch gewesen, wo Leute dann nochmal nachgefragt haben, ja, aber wie ist das jetzt eigentlich bei Karma? Deutschkurse oder was wird da genau gemacht? Also wo das einfach ganz schwer dann auch in die Köpfe reingeht, dass da einfach einen ganz anderen Rollentausch geht. Und man merkt auch, also ich meine, auch bei den Kursleitern und Kursleiterinnen, für die ist das auch im ersten Moment, also Kursleiter und Leiterinnen sind bei uns immer Asylsuchende, Migrantinnen und Asylberechtigten. Und da merkt man auch, dass das oft oder bei einigen einmal ein bisschen zur Verwirrung beiträgt und dass die dann so also auch nicht genau wissen, wie sie da jetzt irgendwie tun können, weil sie es halt genau von der anderen Seite gewohnt sind, dass sie nämlich teilnehmen. Und da ist es immer auch recht spannend, irgendwie diese Prozesse zu sehen und wie nämlich dann auch sich die Kursleiter und Leiterinnen entwickeln. Und wie sie diese Rolle dann auch wirklich wahrnehmen irgendwie. Also, ja. Das kann man dazu nur ergänzen. Jetzt fällt mir kurz nur was ein, dass diese, also so positiv dabei ist, auch dieser private Kontakt, den die dann mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen haben, wo die Vernetzung mit anderen Vereinen zu denen sie dann oder auf die sie dann aufmerksam werden oder wo die anderen Vereine auf die Leute von Karma aufmerksam werden, die Kurse abhalten, dass sie da irgendwie vom Netzwerken her einfach auch sehr viel tut und sie halt einfach auch von dieser empowernden Haltung auch so Selbstwert irgendwie, wow, ich darf wieder mal was machen. Das ist doch großartig. Und ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig zu sagen, dass wahrscheinlich nicht nur das funktioniert, was wir da machen, sondern wenn genau einfach auch diese Deutschkurse so unheimlich wichtig sind, weil die halt einfach auch so diese Basis ebnen, dass auch dieses Empowerment dann auf diese Art und Weise funktionieren kann. Und es geht halt einfach, also die Grundidee ist eine ganz simple, dass, wie wir alle wissen, Asylwerber einen extrem erschwerten Zugang bis einen unmöglichen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und dieses teilweise jahrelange Warten auf den Ausgang des Asylverfahrens sehr mürbend ist. Also die Leute kommen, ich sehe das teilweise bei den Burschen bei uns, die kommen motiviert, möchten was da, fragen, was machen können. Und dann dauern die Asylverfahren zwei, drei, vier Jahre und man merkt einfach leider, wenn die Menschen nichts finden, was andocken können, dass sie einfach mehr und mehr verfallen und die Motivation in Frust und Wut und Ärger umschlägt. Und das ist einfach sehr traurig. Und das war einfach die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass man bei Karma was machen kann. Das heißt, das Lernen ist die eine Seite, das ist total wichtig, aber es gibt halt einfach viele Praktiker, die was brauchen, was einfach anpacken können und was machen können. Und bei uns ist so halt eine Kombination, also bei Karma funktioniert halt das Lernen indirekt, mehr oder weniger. Es geht übers Tun.
Ja, ich wollte vielleicht auch noch dazu einwenden, dass für mich so der Bereich der Basisbildung einer ist, wo dieses Lernen für den Alltag und das Vernetzen einfach möglich ist und wo wir auch gute Erfahrungen haben, wo wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Leiterinnen von auch von Workshops oder von bestimmten Themen eingesetzt haben oder einsetzen. Also dass für mich die Basisbildung ein sehr gutes Mittel ist und auch begleitend zu anderen Bildungsmaßnahmen, um auch Kontakt zu Deutschsprachigen finden zu können. Also einerseits, um die eigenen Talente einbringen zu können, weil es geht nicht nur um Lesen, Schreiben, Rechnen, Computer und so weiter. Und auf der anderen Seite, um diesen Kontakt zu österreichischen Personen zu haben. Und insofern hoffe ich, dass wir in der nächsten Förderperiode hier verstärkt Angebote machen können, wo Personen mit und ohne Migrationshintergrund dieses Lernfeld einfach finden können. Würde ich meinen, ist sehr wichtig, weil es sind kleine Gruppen, die sind überschaubar und es ist möglich, längerfristig Kontakte herzustellen, sich zu vernetzen und sich zu entwickeln und eben auch die Persönlichkeit zu entwickeln, indem man eigene Dinge einbringt. Das finde ich schön. Da ist, also bin ich total bei dir, Christine. Wir haben in Tirol das Problem, dass keiner so recht weiß, was Basisbildung ist. Und wenn dann eine von unseren Teilnehmerinnen sagt, ich bin in einem Basisbildungskurs, hört sie dann, ja, warum machst du keinen Deutschkurs? Oder so. Oder dass es ganz schwierig ist zu argumentieren, warum Menschen, die auch Deutsch lernen wollen, in einem Basisbildungskurs sind. Ja, weil es unserer Meinung nach einfach der richtige für sie ist, weil sie dort eben nicht ausschließlich Deutsch und Werte lernt, Genau. sondern neben Lesen und Schreiben und Rechnen auch Computer und eben Basic Skills, Lernorganisation und so weiter. Einfach viel ein breiteres Feld ist, das Deutsch möglicherweise auch inkludiert. Und da möchte ich auch kurz auf den Einwand im Chat Bezug nehmen, wo jemand gemeint hat, die Prinzipien der Erwachsenenbildung werden mit diesem totalen Fokus auf Deutsch Zwang ein bisschen über Bord geworfen, wenn man sagt, ja, aber wir möchten ja eigentlich teilnehmerinnenzentriert arbeiten. Wir wollen ja Angebote machen, die wirklich also die für unsere Teilnehmerinnen jetzt gerade in dem Stadium, wo sie sich gerade befinden, in ihrem Lebenswelt relevant sind. Und das kann natürlich ein Deutsch- und Wertekurs sein, aber es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Zum Beispiel ein Basisbildungskurs, zum Beispiel einfach nur ein Computerkurs, weil sie jetzt gerade nicht Deutsch lernen hinkriegen. Und ja. Ich habe jetzt gerade das Schlagwort Lernorganisation. Also merke ich immer wieder ganz, ganz großes Thema. Es kommt wer und sagt, Katja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin 2 Jahre in die Schule gegangen. Ich weiß nicht, wie man lernt. Also man muss lernen, lernen. Und das ist definitiv ein Thema, wenn man bei uns bis zum Pflichtschulabschluss zumindest kommen möchte, muss man sich dem Thema widmen, wie kann ich mich organisieren und wie kann man überhaupt lernen. Also, Großes Thema in den Basisbildungskursen, zumindest für uns für die absolut. Altersstudie, oder? Ja, natürlich, immer. Ganz wichtig und ja, vielfältig und erfordert Kreativität auch. Absolut. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen zu Karma? Sollten wir noch irgendwas ergänzen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir schon erklärt, grundsätzlich vom Ablauf her, dass die Kurse beworben werden und so. Sollen wir vielleicht nur ganz kurz was zum Ablauf der Workshops, wie die funktionieren, erzählen? Ja. Okay. Also Karma hat eine Webseite, das heißt, wir machen immer ein 2-Monats-Programm, eine Planung, wo sie eben unsere Kursleiter, das heißt, die meistens sind es Asylwerber, melden und sagen, ich würde gerne wieder einen Workshop abhalten. Dann wird von uns immer, wenn das der Asylwerber wünscht, eine Kursbegleitung, das heißt eine ehrenamtliche Person, die bei der Kursabwicklung behilflich ist, zur Seite gestellt. Das Ziel wäre natürlich, dass eben die Person, dass der Kursleiter irgendwann so selbstständig wird, dass er seine Workshops einfach völlig selbstständig abwickelt. Wir haben dann eine Webseite, wo die Workshops beworben werden.
Leute können sich anmelden für die Workshops, ganz unkompliziert mit der E-Mail-Adresse. Und genau, der Kursbegleiter und der Kursleiter bereiten dann gemeinsam den Workshop vor, sei es einkaufen, Rezepte schreiben, sei es, weiß ich nicht, bei Sprachkursen irgendwie Bücher kopieren, Bücher besorgen, was auch immer man benötigt für diesen Workshop. Das wird gemeinsam vorbereitet. Genau, und am Workshop-Tag treffen sich dann der Kursbegleiter und der Kursleiter eine Stunde vorher, besprechen wir mal alles, ob das klar ist. Und dann wird der Kurs abgehalten. Und die Kursbegleitung sozusagen hält sich einfach immer im Hintergrund und steht dann nur unterstützend zur Seite, falls der Kursleiter irgendwo ansteht oder irgendwo verunsichert ist. Das heißt, man dient einfach oft nur als Stütze dann für die Personen. Und die Kursbegleitung, das seid dann ihr in dem Fall? Oder sind es auch Kursleiterinnen, die vielleicht schon länger dabei sind und die das dann... Genau, das kann auch sein. Das heißt, bei Kammer ist irgendwie alles bunt gemischt. Das heißt, das fängt wer als Kurs... nur als Kursleiter an und steigt dann auch ins Organisationsteam ein, schult andere. Das heißt, eben ist es so ein bisschen dieser partizipative und emanzipatorische Gedanke, dass das offen steht, dass dann Asylwerber genauso mitorganisieren, Veranstaltungen mitorganisieren und wiederum neue Leute einschulen. Anita und Katja, darf ich kurz was fragen? Seht ihr euch als Einrichtung der Erwachsenenbildung oder seid ihr was anderes? Ich glaube, wir sind so eine Mischung aus so viel. Zum Beispiel. Also ich glaube, dass man schon grundsätzlich einfach, die Grundidee ist ja einfach Einrichtung für und mit Migranten und Migrantinnen und Asylsuchenden und Asylsuchenden. Ja, das heißt Asylsuchenden ist nicht mehr Gender. Und aber eben auch, wir sind im Kunstbereich irgendwie tätig, weil mit den Workshops einfach irgendwie waren künstlerische Gestaltung, wenn wir wieder einen Künstler da haben, der einfach Stilleben zeichnet mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, und dann sind wir irgendwie ein bisschen im Kunstbereich, aber eben auch genauso im Bildungsbereich, weil wir ja auch total viel, gerade mit diesen Sprachkursen, es ist mit Kochkursen, es wird ganz viel Wissen vermittelt einfach auch. Und das ist einfach auch diese gegenseitige Wissensvermittlung, also im Sinne von die Kursleiter und Kursleiterinnen lernen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen was, aber die lernen wiederum genauso was von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also es passiert so anders. Der Kursleiter erklärt, wie man senegalesisch kocht, und die Teilnehmer oder die Teilnehmerin erklärt dem Kursleiter, wie man einen Kaiserschmarrn macht. Oder so, also jetzt ganz plakativ und runtergebrochen oder so. Das ist schon mal einfach durch die Sprache, dass die Workshops auf Deutsch abgehalten werden. Das heißt, deshalb habe ich vorher gesagt, das Lernen passiert mehr übers Tun. Das heißt, das ist nicht, wir sitzen uns hin und lernen Deutsch, sondern du hältst einen Workshop ab und erklärst die Dinge auf Deutsch. Also welche Vokabularfelder, was brauchst du, damit du das machen kannst. Wir schreiben dann auch teilweise Empfehlungsschreiben, das heißt, wenn die Leute dann so weit sind, dass sie zum Beispiel einen positiven Bescheid kriegen, und ich weiß, der hat die letzten 2 Jahre 20 Workshops bei uns hervorragend abgehalten, dann schreiben wir natürlich Empfehlungsschreiben, was auch immer wieder hilfreich ist für Menschen dann auf Jobsuche. Wir schreiben Bestätigungen fürs BFA. Also ich glaube, wir sind sicher nicht nur Erwachsenenbildung, wir sind ein bisschen Querschnitt irgendwie, aber auch Erwachsenenbildung. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen ein Verein sind, der einfach Erwachsenenbildung ermöglicht. Also so, ich glaube, wir würden uns nicht nur als erwachsenenbildender Verein vielleicht definieren, sondern eher ein Verein, der das ermöglicht, einfach neben anderen Dingen auch noch genauso. Spannend, beim Zuhören jetzt habe ich mir gedacht, ihr seid eindeutig, also für mich gehört ihr in die Erwachsenenbildung. Also für mich ist das klassisch, wirklich, na, ganz toll, und das macht auch für mich bunt und spannend, und so würde ich mir das auch vorstellen. Als Zuhörende hätte ich jetzt gesagt, ja, Erwachsenenbildung, eindeutig. Ja? Julia, siehst du das auch so? Ja, eben. Für mich war das auch sehr klar. Und es war auch so, wie wir euren Artikel gelesen haben, den ihr das mal Erwachsenenbildung schreibt, dass es für uns klar war, Erwachsenenbildung in Reinform. Aber eben, ihr selber sagt es ja nicht so. Es war ein spannender Prozess für uns. Also wir erweitern gerne unser Selbstbild.
Und von dem her war das durchaus ein spannender Prozess, das einfach einmal wirklich aus der Perspektive zu betrachten. Ja. Und das finde ich eben auch eine Frage, die sich die Erwachsenenbildung jetzt gerade stellen kann und sollte. Die ganzen freiwilligen Initiativen, die jetzt im Kontext Flucht und Asyl entstanden sind, gehören die zur Erwachsenenbildung dazu oder sind es nur die Schulen, alten Institutionen wie Universitäten und Volkshochschule oder so? Also wie schießt man die Leute jetzt da rein? Dürfen die mitspielen oder nicht? Natürlich, sie müssen mitspielen. Sagst du? Ja. Sag ich ja. Wir müssen uns ja weiterentwickeln, oder? Ja, aber wir sind ja nicht die Erwachsenenbildung. Oh doch, du und ich schon. Okay. Ich würde vorschlagen, mit Blick auf die Uhr auch, wir sind fast 16:30 Uhr, dass wir die Frage noch einmal weiterspielen, auch an unsere Teilnehmerinnen, weil es passt hervorragend. Und zwar die Rolle vielleicht auch der Erwachsenenbildung, haben wir uns überlegt gehabt, als Schlussumfrage. Welche Rolle soll die Erwachsenenbildung überhaupt einnehmen? Soll sie Deutschkurse oder Wertekurse anbieten? Soll sie vernetzt sein? Ja. Soll sie dieses Empowerment ermöglichen? Unbequem sein, schreibt da schon jemand rein. Ich würde sagen, all das. Also all das und noch viel mehr. Also für mich wäre es das Anliegen, dass die Erwachsenenbildung möglichst breit ist und dass wir nicht nur ein elitäres Verständnis von Erwachsenenbildung haben und die vielleicht zu einem besonderen Club gehören oder eine Mitgliedskarte haben, sondern dass eben die Dinge, die sich neu entwickeln, die partizipativen Charakter haben, dass das eben auch Erwachsenen oder gerade das auch Erwachsenenbildung ist. Ohne das jetzt zu werten und zu sagen, das eine ist viel besser als das andere. Wir brauchen das eine und das andere, hätte ich gesagt. In meiner Arbeit, ich brauche, Karma ist ideal. Also alle Einrichtungen, die unterstützen und Angebote haben, sind wunderbar und notwendig. Genauso wie es natürlich Einrichtungen braucht, wo es um berufliche Qualifikationen, Schule oder sonstige Abschlüsse geht. Beides, ja. Ja, und wer, wenn die Erwachsenenbildung soll, Deutsch- und Wertekurse anbieten? Also geht nicht anders. Gesetz. Ja, und das ist ja gut, dass wir Deutschkurse haben. Also die Deutschkurse. Natürlich, wir brauchen ja die Deutschkurse. Es ist ja, ohne Deutschkurse können wir ja auch nicht existieren. Ja, die Basisbildung kann das nie leisten, was der Deutschkurs leistet. Geht nicht. Muss man unterscheiden. Ja, ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man sie nicht umfunktionieren lässt als Basisbildungskurs und zu einem Deutschkurs wird oder so. Also es ist immer recht gut zu schauen, dass man sich ergänzt, hätte ich. Deswegen haben wir das Prinzip der Teilnehmerorientierung, wo wir uns anschauen, was brauchen die Leute gerade, können wir da was machen, das passt. Genau. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die Erwachsenenbildung in Zukunft irgendwie vielleicht auch dieses politische Mandat nur ein bisschen stärker in die Hand nehmen kann, sofern das einfach irgendwie geht. Nämlich auch, damit man dafür kämpft, irgendwie, was man eigentlich braucht, eben genau das, was wir vorher gesagt haben mit Projektförderungen, es muss wieder wer in Bildungskarenz gehen, da muss wieder wer irgendwie den Verein verlassen oder die Initiative verlassen, wenn man wieder nur dieses Projekt hat oder so weiter irgendwie. Dass man das vielleicht auch nicht aus den Augen verliert, dass man vielleicht da politisch irgendwie nur mehr einwirken könnte oder sollte. Oder ja. Jemand hat im Chat geschrieben, ab ins Lobbying. Ja. Ja, klar. Absolut. Also grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen, dass ein breites Angebot braucht, weil einfach Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Dinge mitbringen und auch was Unterschiedliches brauchen. Was ich gefühlt mir in den letzten 2 Jahren in der Arbeit mit Asylwerbern immer wieder gedacht habe, ist, dass es einfach an praktischen Dingen, dass es mehr praktische Dinge bräuchte, wie Werkstätten zum Beispiel, wo gerade junge Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr lernen, ich sitze seit einem Jahr jeden Tag wo drinnen, mein Kopf ist voll, ich will was arbeiten, dass es sowas in die Richtung gäbe, dass man sagt, es gibt eine Tischlerwerkstatt, es gibt, also
irgendwas, wo die Leute ein bisschen aktiver werden können. Das ist für mich gefühlt einfach nur eine Lücke und das ist ganz klar der politische Wille zur Finanzierung, der da fehlt, meiner Meinung nach. Also es gibt sicher Unmengen an großartigen Ideen von engagierten, motivierten Menschen, aber es fehlt einfach die Finanzierung dafür und der Wille, das zu finanzieren. Ja. Und der gesetzliche Rahmen. Ja. 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 Ja, na, weil die Frage ist auch wirklich, werden Kurse, die jetzt nicht ÖEF-zertifiziert sind, also zum Beispiel eine Werkstätte, wo man sich ausbilden lassen kann oder zumindest einfach tischlern kann, im Rahmen des Integrationsjahres anerkannt oder nicht? Oder zum Beispiel. Kann ich mir das als ehrenamtliche Arbeit jetzt anrechnen lassen oder geht das nicht? Also solche Dinge sind dann schon... Das sind dann Detailfragen, ja. Ach, ja, an denen schließt sich dann meist. Ja, ich glaube, wir sind relativ am Ende angelangt. Vielleicht noch eine letzte Schlussfrage ans Podium. Ganz kurz in ein paar Worten, was würdet ihr euch wünschen? Was ist eure Utopie? Längerfristige Finanzierung, flexible Gestaltung. Gute nationale und internationale Vernetzung. Von Karma-Seite her einfach das, was uns immer schon das größte Anliegen ist, einfach freier Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende. Ganz, ganz wichtig. Und dieser Weg natürlich zum Arbeitsmarkt führt über Deutschkurse, Basisbildung und diverse Qualifizierungsmaßnahmen bis hin auf universitären Level und Anerkennungen und Zertifizierungen von mitgebrachten Kenntnissen, die man schon hat. Ich schließe mich da dann euch allen an, voll macht Christine. Uns bei 300 Ländern wäre auch einfach sehr wichtig, ein kontinuierliches, teilnehmerinnenzentriertes Angebot aufrechterhalten zu können, ohne ständig um Förderungen bangen zu müssen oder kontrolliert zu werden oder einfach in Ruhe arbeiten zu können. Oder das Rad immer wieder neu zu erfinden. Jedes Mal wieder. Ja. Der große Ressourcenverlust, wenn immer alles gleich aufbaut. Also da ging es einfach auch darum, die im operativen Geschäft tätig sind, als die Expertinnen anzuerkennen und da einfach einmal machen zu lassen, weil wir können, wir machen das jetzt schon seit langer Zeit, können das schon. Ja. Und wir wollen auch. Oh ja. Ja. Na, dann wünsche ich allen alles Gute beim Erreichen dieser Utopie. Hoffentlich schaffen wir es oder schafft es die Erwachsenenbildung, sich da auch zu verändern in diese Richtung. Vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein und Mitdiskutieren. Einen Hinweis habe ich noch, wo mich die Julia vorher darum gebeten hat, und zwar, es gibt einen Call for Paper für das nächste Magazin Erwachsenenbildung. Ich poste ihn jetzt gleich in den Chat, da geht es um Basisbildung und der Call ist offen bis 20. September 2017. Genau, dieser Hinweis. Noch ein anderer Hinweis, es gibt jetzt in einer knappen halben Stunde gibt es auch ein Webinar, wo es um vernetztes Ehrenamt geht von der digital.at. Die Lucia hat da gerade den Link in den Chat gepostet. Wer Interesse hat, da noch weiter online zu diskutieren oder nicht genug hat, kann das da tun. Genau. Sonst bleibt nur noch mehr zu sagen, vielen Dank an alle. Die Aufzeichnung wird wahrscheinlich nächste Woche online sein. An die Teilnehmerinnen noch die Bitte, wir haben auch eine Feedback-Umfrage vorbereitet. Die Lucia wird da auch gleich wieder den Link posten. Genau. Zur Feedback-Umfrage. Noch die Bitte an alle, einfach uns kurz zu sagen, wie es Ihnen gefallen hat, welche Wünsche es gibt für zukünftige Web-Talks. Genau. Dauert ganz kurz 2 Minuten. Damit möchte ich mich verabschieden. Und allen noch einen schönen Tag wünschen. Also ich hoffe, es sieht ein bisschen nach Gewitter.
Gewitter aus bei uns in Graz. Ja. Aber ich hoffe, dass es trotzdem noch ein schöner Sommerabend wird für alle. Gut. Danke fürs Dabeisein. Danke. Dankeschön. Danke. Julia, Baba. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Ciao. Thank you.